Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Es ist Samstagmorgen. Ich hoffe, ihr habt gestern das Event klasse ausgenutzt. Hab schon sehr viele Sachen gesehen, wo ihr mich alles getaggt habt und so. Hoffe, ihr wart fleißig. Hab auch echt schon ein paar interessante Sachen gesehen. Ich selbst konnte das Event noch nicht gut ausnutzen. Heute leider auch nicht, aber hoffentlich morgen dann. Was habe ich Geiles gesehen? Shiny. Oh, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen. Shiny Tsubiris gibt's anscheinend. Ist cool. Ich habe von den anderen Geistern nichts gehört, ob es die in Shiny gibt. Falls ihr die in Shiny gesehen habt, schreibt das unten in die Kommentare. Und ansonsten neue seltene Kombinationen, wie zum Beispiel Shiny Pikachu mit Hut gäbe es jetzt theoretisch. Oder Shiny Pichu mit Hut. Man kann Pichu mit Hut schlüpfen, jetzt während des Events. Und wenn man Glück hat, dann ist es sogar Shiny. Also Shiny Pichu mit Hut müsste momentan das seltenste sein. Shiny Pichu mit Hut 100%. Das müsste bei weitem das seltenste sein momentan. Das ist eine klasse Kombi. Aber ich versuche einfach nur ein 100% Pikachu mit Hut zu bekommen. Das ist mein Ziel. Und natürlich die anderen auf 100%. Die neuen Geister und ein paar andere Sachen. Aber mehr dazu morgen. Da gibt es ein bisschen Infos über Perch Night demnächst. Wo wir dann auf 100% Jagd gehen werden. Fürs Event. Ansonsten Boxen werde ich mir gleich eine kaufen. Dank euren Spenden, Donations. Shoutout an alle, die beim letzten Stream gespendet haben. Dadurch werde ich mir die große Box kaufen. Obwohl ich persönlich echt von keiner von der begeistert bin. Wenn dann vielleicht von der kleinen. Aber auch nicht wirklich so. Also hier ist die kleine. Wenn man halt nur Pässe will, macht man da schon Plus. Und dann gibt es halt Ananas umsonst, was lustig ist. Und dann halt Gauch, wobei Gauch halt echt sinnlos ist. Dann die mittlere, die ist halt mittel. Ich habe jetzt die Preise nicht genau kalkuliert, was am meisten Plus bringt. Ich würde mir einfach einmal die große Box kaufen, dank euren Donations. So, Exchange. Bam. 6 Raid-Pässe. Das heißt, ich kann ein bisschen raiden. 6 Glückseier. Das kann ich auch gut gebrauchen für etwas, was ich euch gleich erzählen werde. Aber davor schmeißen wir die Eier rein. Ich habe hier wieder ein paar Zehner. Alles in den Super-Inkubator. Bam, 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 bam. Und bam. So, Doppelbonbons. Was will ich schlüpfen? Dratini, Lavita. Von den anderen Sachen brauche ich eigentlich keine Bonbons. Genau, Glückseier. Wozu brauche ich die Glückseier? Ah ja, reden wir erstmal hier drüber. Buddy, ich habe mich noch nicht entschieden, was ich wählen will. Ich glaube, ich gehe trotzdem mit Togetic, bis ich genug habe, um den zu entwickeln. Theoretisch zu entwickeln und dann theoretisch auf Max zu pushen. Das Event dauert 2 Wochen, also ich denke mal, das schaffe ich. Genug Bonbons zu sammeln und dann noch auf einen anderen Partner umzutauschen. So, wieso brauche ich Glückseier? Ich habe fast 45 Millionen. Eine Entwicklungssession fehlt noch, dann habe ich 45 Millionen. Und ich versuche während des Events auf 50 Millionen zu kommen. Das sind 5 Millionen in 2 Wochen. Also bei Doppel-EP und so wäre es kein Problem, aber ich kann Doppel-Bonbons echt nicht einschätzen, wie stark sich das auf die EPs auswirken wird. Aber ich habe mir jetzt mal so als Ziel gesetzt, 50 Millionen. Ob es machbar ist, weiß ich nicht genau. Man will halt auch nicht alle Bonbons und alle Reserven verbrauchen bei Doppel-Bonbon nur. Weil nach Doppel-Bonbon-Events kommt meistens eigentlich Doppel-EP-Event. Und da will man eigentlich sehr viele Ressourcen ansammeln, aber ich denke mal, das wird schon gehen. Ein paar Glückseier habe ich auch noch. Wenn nicht, dann müssen wir wieder einen Livestream machen für ein paar Donations, damit ich mir noch ein paar Boxen kaufen kann mit Glückseiern. Aber das war's eigentlich. Bonbons habe ich auch ein paar Ziele. Ihr wisst, Nebulak, da will ich so 1000 Bonbons machen. Ah ja, Sananaberger diesmal bringt echt vierfache Bonbons. Zum Beispiel auf eine Endentwicklung. Endentwicklung bringt 10 Bonbons. Mit dem Event 20, mit Sananaberge 40. Das war jetzt beim Jahresevent nicht so, beim Doppel-Alles-Event. Da gab es, glaube ich, plus 3 Bonbons halt nur. Sprich, beim Fangen von einem normalen gab es 6. Das wäre theoretisch doppelt. Bei einer Entwicklung gab es aber dann 8, also 5 plus 3. Und dann mit Sanana 16. Und bei einer Endentwicklung gab es 13, 10 plus 3. Mit Gelberberge dann 26 anstatt 40. Also 40 ist richtig krass. Da haben sich schon ein paar überlegt, zum Beispiel Despoter Raids. Das wären 40 Bonbons. Und was weiß ich da noch? Wilde Taubosse, richtig krass. Bibor, Smetbo, Dragorans, Machomais, Geowatz. Also die ganzen Endentwicklungen richtig saftig. Mal schauen, was da so geht. Scannermäßig
Scanner-Touren würden sich eigentlich auch lohnen. Bisschen Dratini-Bonbons aufstocken, Lavita-Bonbons, all dies, das. Aber schauen wir mal, was geht. Ich bin gespannt. Ich habe heute nicht so viel Zeit, aber ab morgen müsste ich dann loslegen. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event bisher findet. Habt ihr Boxen gekauft? Wenn ja, welche? Erste, zweite, dritte? Wie findet ihr das Event sonst so? Gen 3, die neuen Geister-Pokémon, habt ihr schon alle? Irgendwelche Shinies? Irgendwelche speziellen Pichus geschlüpft? Schreibt alles unten in die Kommentare. Ansonsten geht raus, weiter zocken, Bonbons sammeln und natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren, die anderen Videos abchecken, mir auf Facebook, Instagram und Twitter folgen und nicht vergessen, Pokémon ist serious business.